pure Interesse. Zu diesem weiteren Daily Vlog, meine Freunde. Leute, heute wird ein XXL-Hunde-Vlog passieren. Ja, meine Freunde, XXL-Hunde-Vlog. Ihr habt's richtig gehört. Heute wird's alles um Flash drehen. Also mal wieder ein Video, wo es wirklich komplett um Flash geht. Und zwar, meine Freunde, habe ich ja vor kurzem mir so einen komischen elektrischen Knochen geholt. Hier mal kurzer Ausschnitt. Boah, was war das? Ja, der war auf jeden Fall ein bisschen komisch und gruselig. Jetzt habe ich mir ein paar andere Sachen bestellt. Und ich will euch mal zeigen und mal gucken, ob das funktioniert. Ich habe mich ein bisschen informiert und vielleicht ist es ganz cool. Ich zeige euch mal kurz, was ich gekauft habe, okay? Okay. Hier, Leute, seht ihr das einmal? Das ist ein wunderschöner, ja, Tennisball. Aber, Leute, der hat einen Clou. Und zwar, hier habe ich auch schon mal einen ausgepackt. Wollen wir den mal kurz benutzen? So sieht der dann aus, Leute. Und das Coole an dem Tennisball ist, es ist nicht einfach so ein Tennisball, sondern er kann noch was. Und zwar... Leute, ich muss mal kurz den Anknopf finden. Lul. Profi. Hey, Moritz, Profi, Kappa. Scheiße. Mann, ist das peinlich. Okay, und dann machen wir den mal an. Seht ihr das? Seht ihr, was er tut? Wenn man den anstupst, er rollt einfach ewig rum. Wie geil ist das, Alter? Nicht so geil. Okay, bleib wieder stehen. Scheiße, wie macht man das Ding aus? Kacke. Ah, schon ein echt sehr, sehr cooles Ding. Und ich bin ja gespannt, ob Flash das wenigstens feiern wird. Aber ich glaube, das könnt ihr ganz cool finden. Und Leute, was noch viel cooler ist, oder was heißt auch nicht viel cooler, aber auch richtig cool ist, ich habe mir so ein Turbo gekauft. Leute, das Ding hier ist richtig geil. Und ich habe euch den ganzen langweiligen Part schon erspart, dieses ganze Einrichten. Er steht hier auch schon. Dieses Ding hier ist mega krank. Und zwar ist es nicht nur eine Überwachungskamera, die ihr seht jetzt auch noch, sondern kann er auch Leckerlis rauswerfen. Hier raus kommen die dann so rausgeflogen. Und das ist halt mega witzig. Und er gibt mir auch Alarm, wenn Flash irgendwie ja bellt oder was weiß ich. Das ist halt mega geil. Das heißt, man kann so einfach so Leckerlis rumwerfen und so. Ich würde sagen, wir testen das mal. Ja. Oh, welch ein Zufall, dass hier auf einmal Leckerlis liegen. Habe ich bestimmt nicht dahingestellt, damit das man ein Video sieht. Nein. So, Leute, die Leckerlis sind jetzt da drin. Jetzt machen wir das mal zu. Eigentlich müssen da auch viel mehr rein. Und da sind wir. Ey, mein Fuß. Und jetzt kann ich hier mal auf Leckerli werfen drücken. Hier seht ihr das, Leute. Und... habt ihr es gesehen? Ist einfach Essen rausgekommen, Alter. Wie geil ist das? Das werde ich auch heute ausprobieren. Ich bin echt mega gespannt, wie Flash auf das... Da, auf das muss er gut reagieren. Also bei dem Ball bin ich mir nicht sicher, aber bei dem, das muss er nice finden. Und wenn nicht, dann habe ich mal wieder sehr viel Geld ausgegeben für nichts. Okay, Leute, ich würde sagen, ich gehe jetzt erst mit Flash zur Hundeschule, damit er ein bisschen ausgepowert ist und dann testen wir mal die Sache. So, da haben wir die kleine Maus. Maus, bist du wieder hyped, irgendwelche komischen Produkte auszutesten, die du am Ende sowieso kacke findest? Leute, leider ist er wieder gerade ein bisschen müde, wie immer. Leute, ich würde sagen, wir werden das Ding jetzt mal befüllen und dann schauen wir mal, ob er das schon mal checkt. Dabdi-du-di-du, was haben wir denn hier? Oh, Rinti, 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 Rinti. Okay, das findet er schon mal gut. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch, sonst wäre es nämlich sehr enttäuschend. Da kommt dann nur dieses Geräusch und es kommt einfach nichts raus. Das wäre jetzt richtig nice. Aber ich glaube, das passiert jetzt nicht. So, kleiner Mann, du weißt gar nicht, was jetzt passiert. Oh, du bist so ein netter kleiner Mann. Das glaubst du gar nicht, wie nett und klein du bist. Wir drücken mal den Knopf. Jetzt bin ich mal gespannt. Und... nein, es kommt nichts raus. Da kommt dann nur dieses Geräusch und es kommt einfach nichts raus. Das wäre jetzt richtig nice. Aber ich glaube, das passiert jetzt nicht. Genauso wie ich es erwartet habe. Kotzen, Digga. Ach du Scheiße, Alter. Was habe ich gerade nochmal gesagt? Aber ich glaube, das passiert jetzt nicht. Okay, die Dinger sind scheinbar zu groß. Das heißt, wir müssen die noch halbieren. Aber er ist schon mal richtig hyped. Kleiner Mann. Okay, Versuch Nummer 2. Es funktioniert einfach wieder nicht. Was ist denn da los? Warum ist jedes Video von mir ein Fail? Okay, Versuch Nummer 3. Sind sie wirklich klein genug? Fein. Ja. Wow, es hat funktioniert, Leute. Es hat endlich funktioniert, Alter. Das erste Mal hat es funktioniert. Ich bin wirklich gerade fast zu Tränen gerührt. Sind leider nicht seine Lieblingsdinger. Deswegen wird das wahrscheinlich jetzt nur dreimal lustig finden, danach kacke. Aber ich würde sagen, wir verlassen jetzt mal den Raum und machen das nochmal. Bleib. Okay, let's go. Oh nein. Oh, verdammt. Oh, der Horst ist an die Tür gegangen. Horst. Es hat aber geklappt, Leute. Mal da. Mann, du bist so ein Horsti. Okay. Besuch Nummer 50. Kleiner Mann. Wir müssen jetzt wenigstens so tun, als ob es Sinn macht. Bleib. Machen wir hier Aufnahme. Okay, bleib. Nein. Nein, ihn juckt es nicht. Nein. Es sind nicht seine Lieblingsleckerlis.
Och Mann, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch alles nicht, Digga. Ich bin einfach nur noch enttäuscht von der Technik, ohne Witz. Scheiße, Digga. Ich möchte eigentlich einfach nur noch umbringen mittlerweile, Digga. Nein. Es muss was Leckeres sein. Ich versuch's jetzt nochmal zu halbieren, Leute. Aber ich glaube, es ist ein Fail, Alter. Okay, Versuch Nummer 9666. Er rastet schon völlig aus. Er will die so gerne haben. Kleiner Mann, leider muss ich dich enttäuschen. Aber ich glaube, das passiert jetzt nicht. Okay. Bitte funktioniert. Aber ich glaube, das passiert jetzt nicht. Cash, sitz! Verbindung habe ich jetzt nicht mehr, toll. Ja! Fein! Fein! Okay, nochmal. Ja, ich check das. Ja, endlich. Naja, wir haben ja noch zum Glück noch ein Produkt. Catfish! Oh mein Gott, es klappt. Oh mein Gott, es klappt. Oh mein Gott, es klappt. Ja, ja! Kurze! Ja! Ja, Mann, das funktioniert, Alter! Wie geil, Alter! Oh nein, es ist ausgegangen. Oh nein, es ist ausgegangen. Ja, Leute, es funktioniert, Alter! Wie geil! Pure Interesse. Okay, jetzt machen wir nochmal. Ich habe noch einen zweiten gekauft, den mache ich jetzt auch nochmal an. Ja, manchmal machen die leider nur noch das hier. Das ist ein bisschen schade. Verliert da so ein bisschen das Interesse. Ah, jetzt geht's weiter. Aber an sich ist es schon geil, Alter. Ja, Mann. Nice, Alter. Es funktioniert einfach. Ja, Mann. Das ist so geil, ey. Man spielt voll damit. Ey, wie nice. Okay, geil. Leider. Geil. Er weiß gar nicht mehr, wo er aufhören soll. Geil, ey. Ich könnte mir das den ganzen Tag angucken gerade. Das ist gerade so nice, dass es funktioniert. Ja, und das war's auch schon wieder von dem Spaß. Der ist nämlich jetzt schon wunderschön kaputt. Der funktioniert leider noch. Leider. Ja, kleiner Mann, das hast du ganz toll gemacht. Du hast mit den Dingern gespielt. Ja, auf lange Zeit denke ich mal, dass er das absolut langweilig finden wird. Aber ich fand es auf jeden Fall schon mal cool, dass er das wenigstens ein bisschen gelohnt hat, das zu kaufen. Ja. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's von diesem wunderschönen Daily-Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, Leute, der Vlog kommt heute etwas später. Ich habe viel zu tun momentan. Aber Leute, der Hustle ist auf jeden Fall immer noch real. Meine Freunde, täglich Videos seit 600 Tagen fast. So, dann blitzt, meine Freunde. Geht auf facebook.de und durch den besten Sex in Leiden der Welt. Und ich würde sagen, haut rein und ciao. Price on y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all. 86 all the hate, I broke in a bar today, got lost in the bolognese. I'm flipping the bars, I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record, I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record, deals. Tell them, talk to Colin for the quote. On record, off record, I still want the act, not the ghost.